Das ist etwas, was, glaube ich, über Hamburg hinaus nicht so bekannt ist, ist der Widerstand gegen das Bernhard-Nocht-Quartier. Das ist in St. Pauli. Ich zeige mal, wie das bei uns jetzt inzwischen aussieht, wer länger nicht da war. An der Stelle, wo diese drei Hochhäuser stehen, stand früher eine Brauerei, die Bavaria St. Pauli Brauerei. Und viele Menschen denken bis heute, das Astra-Bier käme daher. Kommt aber schon lange eben nicht mehr, seit 10 Jahren nicht mehr. Und auf diesem Gelände ist eben ein 350 Millionen schweres Development im Stil von so Potsdamer Platz hingesetzt worden. Und direkt daneben ist halt das alte St. Pauli, wie wir es kennen, besetzte Häuser oder ehemals besetzte Häuser am unteren Rand, Park Fiction, der selbstgeplante Park und teilweise eben noch so Mieten für so Substandardwohnungen in Höhe von 3,50 so zum Teil, ja. Und das ist natürlich eine Situation, wo jeder, der viel Geld hat, sofort hört, also da ist was zu machen. Das nennt man in der Gentrifizierungssprache Rent Gap. Da gibt es eine unglaubliche Differenz zwischen dem, was da derzeit bezahlt wird und was da rauszuholen wäre. Und dieses Bernhard-Nocht-Quartier, das trat an, 8 Häuser in diesem Häuserblock hier. Direkt gegenüber der Hafenstraße zu renovieren, teilweise abzureißen, allen Leuten zu kündigen, die da drin wohnen und sie nur zurückzulassen, wenn sie bereit sind, neue Verträge zu unterschreiben und den Rest vollzubauen mit 82 Eigentumswohnungen. Das war der ursprüngliche Plan. Der wurde uns zugespielt, das war diese Zeichnung hier, interessanterweise nicht von einem Politiker der Linken, der auch in dem Ausschuss saß, sondern von einem anderen. Und da merkte man, die Politik und der Bezirk und die Behörden, die schlucken das alles und machen da so Absprachen mit diesen Investoren. Das sind Dinge, die sind im deutschen Mietrecht alle nicht erlaubt. Also nicht alle, aber die meisten, wie zum Beispiel Leute rausschmeißen und ihnen hinterher nur zurückziehen lassen, wenn sie neue Verträge unterzeichnen. Gut, die Leute, das wurde bekannt gemacht und man trifft sich in einer Kneipe und alle wollen was dagegen machen. Eine Nachbarin hat die Idee, dieses Symbol hier zu entwickeln, nämlich einen gelben Wimpel. In St. Pauli lassen Leute immer Wimpel aus ihren Fenstern hängen, weil sie Anhänger eines Fußballvereins sind. Da haben wir gedacht, das ist besser als Transparente, die Hemmschwelle ist geringer und tatsächlich hängt binnen kürzester Zeit die ganze Straße voll damit und das Interessante ist, die Tatsache, dass man es nicht sofort verstanden hat, was da drauf steht, No BNQ, was soll denn das heißen, außerdem in Gelb und Leuchtorange, führte dann dazu, dass es auf der Straße man dauernd gefragt wurde, was heißt denn das jetzt? Also diese Kombination aus kryptisch und Omnipräsenz hat dann eine enorme Kommunikation in Gang gesetzt und dadurch auch, das sage ich jetzt mal so im Sinne von Hallo, ästhetische Mittel benutzen und es vielleicht nicht immer ganz so einfach zu machen. Das kann ein Vorteil sein, wenn man möchte, dass viele Leute aktiv sich an sowas beteiligen und das aktiv wird man ja auch erst in dem Moment, oft wenn man dann anderen Leuten wieder erklärt, worum es geht. Ja, dann haben zum Beispiel Leute, die Wrestler, angefangen, hey, wir bauen das in unsere nächste Wrestling-Show ein und haben dann die bösen Häuser auftreten lassen, die dann verprügelt wurden von einem Roboter namens Bento Love. Dann gab es einen anderen Punkt, der diese Recht-auf-Stadt-Sache angeschoben hat, und zwar war das der Film Empire St. Pauli. Das Tolle war, dass der, also einerseits rollt der die Geschichte der Gentrifizierung der letzten paar Jahre eigentlich von St. Pauli extrem gut auf, sodass man die nicht mehr vom Tisch wischen kann. Auf der anderen Seite sind die Filmemacherinnen damit immer an Orte gegangen, die in irgendeiner Form mit Kämpfen um Räume zusammenhängen. Unter anderem eben, ja, so. Und einer der Orte ist Park Fiction gewesen. Und das war dann die zweite Vorstellung. Wir dachten, da kommen jetzt noch, die erste war brechend voll, 400 Leute. Im Park werden dann vielleicht noch 200 kommen und es kamen 1000.
Und im Anschluss an diese Filmvorführung ergab sich dann eine spontane Demonstration um 12 Uhr nachts. Sowas, ja, so, okay. Also man merkt, es kocht. Die Leute haben keinen Bock mehr, das hinzunehmen. Ja, Park Fiction wurde kurz erwähnt, ist ein Park, der statt einer Bebauung am Hafenrand durchgesetzt wurde in einem Prozess der Wunschproduktion im Viertel. Das mache ich jetzt mal kurz. Ein anderer Faktor, der in St. Pauli natürlich toll ist, ist, dass es eine politisierte Fans gibt beim Fußballclub. Und da erschien dann plötzlich das Heft Trendy, teuer, langweilig. Also all diese Ereignisse passierten mehr oder minder unabhängig voneinander und setzten sich so zusammen und kamen auch aus so Ecken, die man einfach nicht auf dem Zettel hat. Auch da würde ich sagen, wenn man hier in Düsseldorf was in Bewegung bringen will, vielleicht sollte man nicht unbedingt auf die Parteien gucken, sondern vielleicht sollte man mal gucken, was ist denn an der Kunsthochschule los, was ist an Orten los, wo wir länger nicht hingeguckt haben. Alles das ist in der Stadt irgendwie eine Ressource, nicht nur für die Wirtschaft, sondern vor allem für den Widerstand. Das sollte man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich sage das jetzt so zynisch, weil die Wirtschaft guckt natürlich immer überall hin, nicht? Deshalb, also, wäre das blöd, wenn man es nicht macht. Dann gab es die Demonstration, die Stadt gehört allen. Interessant daran war dann eben zum Beispiel, dass wir keine zentralen Reden gehalten haben, sondern dass es schnurlose Mikrofone gab und während der Demo Dinge kommentiert wurden, auf dem Weg Interviews stattfanden oder eben wie hier eine Rede von einer Bewohnerin eines Hauses in Bernhard-Noch-Quartier vom Balkon aus sozusagen gehalten wurde. Und im Hintergrund sieht man zum Beispiel drei Leute, die liefen da rum und die hatten so sehr schlecht gemalte Bilder dabei und das war sozusagen eine Androhung, was passiert, wenn die kreative Klasse in den Streik tritt. Dann gab es den Recht auf Stadtkongress im Centro Soziale, da wurden viele kluge Dinge gesagt, da ich nur noch 20 Minuten habe, sage ich die jetzt alle nicht. Hier nochmal zusammengefasst, also der Berg in der Minde symbolisiert die Erfindung neuer kollektiver Räume des Austauschs und genau an das wollen dann die verschiedenen Seiten ran. Also auf der linken Seite sind die, die das tatsächlich machen und auf der rechten Seite sind dann diese Einfanginstitutionen wie partizipatorische Verfahren oder eben die internationale Bauausstellung, die jetzt so eine Steuerungsfantasie hat, wir steuern das alles dahin. So, die Frage stellt sich natürlich, was sind die Berge der Städte? Das muss sich ja jede Guerilla-Bewegung fragen. Wenn man nicht gewinnen kann, muss man in die Berge gehen. Was sind die Berge der Städte? Und dann haben wir uns überlegt, dass diese Berge sozusagen eben die Orte sein könnten, wo man sonst nicht so hinguckt. Und wenn man die verknüpft, Politik des Begehrens, Subkulturen, Aneignungsprozesse, selbstorganisierte Räume, die soziale Frage und die Mieterkämpfe, wenn man die sozusagen verknüpft, dann könnte es doch gelingen, die wachsende Stadt zu umstellen. Schöne Theorie, aber passiert das dann auch? Hier sieht man eine krude Mischung aus Künstlerinnen und irgendwelchen anderen Menschen, die alle ihre Batterien aus den Telefonen genommen haben und sich 6 Monate lang alle 2 Wochen in einem Keller treffen und einen Plan machen, nämlich 15 Häuser in der Hamburger Innenstadt auf einen Schlag zu besetzen und zwar nicht irgendwo am Rand, sondern direkt neben dem Springer-Konzern. Und tatsächlich machen die das und die machen das sehr geschickt. Jetzt mal eine Zeichnung, die nicht im Buch ist, um das Ausmaß doch nochmal deutlich zu machen. Das ist also wirklich eine Menge Häuser, es sind die Reste des Gängeviertels. Und da hat man natürlich jetzt schon ein bisschen was drüber gehört, aber gerade wenn man zum Beispiel in dem Fall von Gentrifizierung redet, das glaube ich ist da nicht angemessen, weil es wirklich ein Stadtteil ist, auf dem schon ein Preisschild klebt. Da braucht man nicht mehr an Kunst zu denken unter normalen Umständen. Es war die Rede davon, ja, wie kann man denn was bewegen in der Stadt? Also die Besetzung des Gängviertels hat bewirkt, dass das Neoliberale, das Höchstgebotsverfahren in Hamburg,
gestoppt wurde. Also das Gesetz wurde in die Tonne getreten und geändert. Das Höchstgebotsverfahren heißt, die Stadt muss immer ihre Grundstücke an den Investor verkaufen, der am meisten Kohle bietet, nicht an denjenigen, der das beste Konzept hat. Das heißt, Qualitätsurteile dürfen keine Rolle spielen, wenn man das Höchstgebotsverfahren einführt. Das ist zum Beispiel ein Gesetz, was eben mit relativ leichter Hand und durch die Skandalisierung auch des Gängeviertels geschafft wurde, zu beseitigen. Das hier ist zum Beispiel eine Woche später, also ich zeige das jetzt dann doch mal, weil das so eine Dichte plötzlich bekam, die ganzen Aktionen. Pudelart Basel, Kunstmarkt gegen Gentrifizierung, war eine Woche nach der Besetzung und gleich eine Woche drauf war die Bezirksversammlung in der Bernhard-Nocht-Straße, 1000 Leute machen ein illegales Straßenkonzert. Soll das dann A darstellen oder irgendwie? Nee, das... Nee. Nach rechts oben oder so. Nee, das ist eine Straße. Anarchie oder so, oder doppelte Anarchie. Oder? Wenn du das so sehen willst, stimmt, kann man so sehen. Ja. Könnte man so sehen. Mit Fantasie kann man das so sehen. Verschlüsselt. Genau, war dann Krawatte, eine Pflege oder so. Also die Praxis ist Anarchie, die Symbolik ist, hey, hallo, macht mit. Ja, genau. Pop. Okay, es gab da verschiedene Sachen, eine, zum Beispiel eine investorenarchitekturkritische Hüpfburg von Michael Amelian, ein Kasperle-Stück, Kasperle und der Mietai von der Schwabing-Jugend und ein Konzert von den Goldenen Zitronen, Punkkonzerte und so weiter und ein Open-Air-Planungsbüro gegen das Bernhard-Nocht-Quartier. Dann die Gruppe LOMU, die Local Organized Multitude, hat ein Spiel entwickelt, das sie Gentropoli nennen. Das hat zwei Innovationen gegenüber Monopoly. Das eine ist die Figur des Investors. Der Investor braucht nämlich gar nicht auf dem Feld zu sein, der kann immer kaufen, auch wenn er nicht da ist. Und dann gibt es die Figur, die ich erst nicht verstanden habe, als die damit anfingen im Sommer. Das nannten die den Kulturverstärker. Der Kulturverstärker nimmt ein Grundstück aus dem Markt heraus. Tatsächlich ist genau diese Rechnung natürlich aufgegangen im Falle vom Gängeviertel. So, vielleicht der einzige Fall, aber wir werden sehen. Also es war sozusagen, ja, geänderte Regeln. Dann hier ein Planungsprozess beginnt für das Bernhard-Nacht-Quartier. Dann hier, dann wurde das Centro gefährdet. Das war wieder zwei Wochen später. Und die haben dann nicht einfach eine Demo gemacht gegen den Mitbewerber, der so eine... Pionade Biedermeier lokal neben der Roten Flora betreibt, das Haus 73, sondern eine Walzerparade wurde gemacht. Es gab einige Walzer-Workshops, weil die Szene natürlich nicht Walzer tanzen kann normalerweise. Und das Ganze am Vorabend des Schanzenfestes. Es war ein wahnsinnig tolles Ereignis. Dann in einer sehr entscheidenden Situation, nämlich als im November die Leute im Gängeviertel zwei Häuser aufgegeben haben, kompliziert zu erzählen, aber das war sowas, wie lässt man die Stadt das Gesicht wahren, Nummer, geht raus. Alle, die mit Hausbesetzung zu tun hatten, haben gesagt, wenn ihr aus den Häusern rausgeht, fliegt ihr aus allen raus. Tatsächlich kam dann ein ganz tolles Ding, nämlich nur 5 Tage, glaube ich, nachdem man da rausgegangen ist aus den Häusern und das Ganze einen enormen Pressewirbel gemacht hat, gab es gleich sofort einen Tritt in die Eier der Kulturbehörde, nämlich das Manifest Not in Our Name, Marke Hamburg. Es wurde ein gefälschtes Hamburger Image-Magazin gelauncht, Hamburg unter Geiern. Die Recht auf Stadtausgabe, das kam aus einer Ecke, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig an den Kämpfen beteiligt war, also es war super, das ging dann total los und die Stadt dachte, sie hätten jetzt schon gewonnen und die Leute sind demoralisiert und das Gegenteil war der Fall und 2 Monate später, also zu Silvester, waren dann auch die Räume, die zwischendurch geräumten, zurück und die Stadt hatte inzwischen das Gängeviertel zurückgekauft, dass keiner gedacht hätte, dass das passieren würde. Hier sieht man einen kleinen Vortrag, der ist dann 2-3 Tage später in der Yuppie Bar, André Holm,
Ich bin auch dabei und Ingrid Breckner. Und das ist so eine Veranstaltung, die Es regnet Kaviar zusammen mit Komm in die Gänge organisiert hatte und wo tatsächlich das anfängt, dass so eine stadtweite Diskussion anfängt darüber, in was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben. Das war so brechend voll, dass man einen Lautsprecher in die Straße stellen musste. Der Vorteil war, der Raum war nicht sehr groß, muss man ja der Fairness halber sagen. Aber es gibt so in den Rules for Activists von Saul Alinsky gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Stelle nie mehr Stühle auf, als du Leute erwartest. Lieber ein paar weniger, dass dann erstmal so, oh, da ist aber Andrang. Ja? Das muss man auch als Gefühl erzeugen. Interessant war aber auch, was da für eine Breite trotzdem von Leuten da war. Also wenn man Widerstand startet und sich nicht so sicher ist, wie die Kräfte stehen, nicht die große Halle mieten, lieber ein intensives, brechenvolles, kleines Ding machen. Kann ich nur empfehlen, ja. Stadionrock sowieso scheiße. Dann gab es eine spontane Demo am Elbphilharmonie Kulturcafé, ein Joint Venture der Kulturbehörde mit Starbucks. Und wir hatten uns dann vorgenommen, die ganzen Symbole der verschiedenen Orte so wie so ein Revolutionsgemälde von Delacroix um den Brunnen zu drapieren.